einem Jahr, gut einem Jahr, nach dem Tod meiner zweiten Frau. Ja. Meine ungeschickten Essenseinordnung, ein Teilverschluss, einfach ist ein Dünndarmchen zusammengepackt von den Körnern, die ich gegessen habe und nicht getrunken habe. Jetzt habe ich eine Tochter, die mit 54 Jahren noch ihr lebenslanges Asthma losgeworden ist. Ja. Durch. In fortgeschrittenen Jahren hat man auch nicht mehr so viele Verdauungsenzyme. Oh, das war bei mir alles sehr munter. Ja. Sehen Sie, da bin ich 8 Tage auf der Intensivstation gewesen. Ja. Und das ist ja nun das Schlimmste, was es gibt. Meine Frau ist vor 1,5 Jahren gestorben, meine zweite Frau. Konnte ich mein übliches Reiseprogramm nicht machen. Ja. Bahnsteig und Sack. Und da war ich so kurz zu wahnsinnig, was sagen. Ja. Das ging so weit, dass ich kaum noch Luft bekam. Und da hatten wir dann nur die Ärzte noch wenige. Was haben Sie in letzter Zeit genommen? Haben Sie Verdauungsenzyme? Nichts. Sondern. Und da wollte ich die nicht haben. Einfach weil ich 80 Jahre alt war und 90. Ja. Problempatienten mögen sie da nicht haben. Ja. Und so will ich jetzt, erfahren Sie schon die nächste Woche, ja, eine kleine Molkerei zu übernehmen im Sauerland, noch in Dortmund, mit 10 Millionen Liter. Ja. Vollkommen abgeschrieben auf 250.000 Mark, nur die paar Genossen noch. Und die wollen die Großen auch wieder nehmen. Legen Sie sich jetzt mal da hinten drauf, das ist das Wichtigste. Hervorragend. Jugendlich und drahtig.